World Club Dome 2023. Peace, Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan Torresan. Wir haben 13 Uhr. Es ist Sonntag, Tag 3, der letzte Tag im World Club Dome. Und ja, Leute, wie ihr schon seht, heutiges Outfit ist not sponsored by Juventus. Aber Leute, ich würde sagen, Hairline sitzt wie eine 1 und ja. Ab geht's, Digga. Let's go. Viel Spaß. Enjoy the vlog. Like and subscribe and keep pushing. Let's go. So Leute, wir sind gleich hier. Da müssen noch ein Stück laufen und ja, hier ist das Waldstadion. Boah, Silas. Tschüss. Servus. 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 Viel Spaß hier. Danke. We are entering the outdoor main stage. Zuallererst, Silas braucht erstmal Mojitos. Tschernia hat jetzt mal das Zepter in die Hand genommen und ich glaube, es geht erstmal in Richtung. Welche Stage? Stage. Stage. Let's go! Die Boris Becker Siegerfaust. Ja! Yeah, it's getting crazy and hard! Yeah, yeah, yeah! I think it's too much for Silas. It is too much. Let's go! Ja. Ja, yeah, hey, hey, hey! Boah, Leute, das ist schon eine harte Nummer. Auf, Nina, komm! Bitte schön! Oh ja, was geht denn da ab, Digga? Die fahren rot? Ja, Junge! Zwei Ruder in einer Einheit! Jawohl, Junge! Ein paar Sekunden später. Leute, Hardside Brothers, wirklich geil. Wir liefern hier eine geile Show. Leute, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz auf die Dixie Stage und gucken uns das mal hier an. Wir laufen hier wirklich an den ganzen Toiletten vorbei. Einfach hier rein. Let's go! Stage aussieht. Viel zu wild, Digga, von hier. Hey, hey. So Leute, mal ein kurzes Update. Wir haben jetzt 17 Uhr und der Hunger kommt langsam. Man muss auch echt viel Wasser trinken, Leute, weil die Sonne schallert richtig rein. Ich muss kurz mal hier die anderen suchen. Die sind Richtung Gibson Stage gelaufen. Ich sehe nicht mal beim Line-Up, wo diese Gibson Stage ist. Deswegen kein Plan, erstmal suchen. Aber ja, Leute. Es geht einfach noch 7 Stunden und ich meine sehr ernst, mein rechtes Bein, so der Wadenansatz hier so, fängt jetzt schon einfach an weh zu tun.
aber ja, Leute, wir ziehen durch. Let's go. Auf der Outdoor Mainstage, hier ist das Stadion und ja, die Mainstage. Und wer sich gefragt hat, wo die ganzen Interviews stattfinden, Leute, hier. Einmal direkt hier beim Adler Business Club. Just for your information. Ich sage euch ehrlich, wenn du hier Sonnenbrillen verkaufst, hier hast du Zombie Stage im Nacken und hier hast du die Main Outdoor Stage. Ich glaube, gerade läuft Hafti oder so. Wenn du hier arbeitest, ey, also ich sag dir ehrlich, das schallert von beiden Seiten so oder ein Kopf weg, Digga. Vorbei. So, Leute, wir sind hier gerade auf dem Gelände der Pool Session. Hier ist auch das Schwimmbad und so. Und da hinten eine Rutsche. Oha, tschüss, viele Leute. Gimson World Club Pool Sessions. Let's go. Boah, Leute, wenn ich hier so stehe, habe ich eigentlich schon Bock, eine Runde baden zu gehen. Gucken wir mal. Da sind die doch. Endlich. Ah, die Zukunft. Mein Trikot, jetzt einen Anzug. Leute. Ey, dieser Bass scheppert mich so weg, du spürst so richtig im Herzschlag, im Hals. Aber ist geil. Wir gehen jetzt in dieses Hardcore-Techno-Zelt. Mal sehen, wie lange wir durchhalten. Das wird absolut ekelhaft. Let's go. Oh yeah. Was eine Luft, ey. Ach du Scheiße. Alter. Da ist schon eine andere Welt hier irgendwie, direkt. Noch nie so verbrauchte Luft eingeatmet. Ja, Mann, aber also ich sag mal so, wenn du drauf stehst, es hat schon was, weißt du? Aber da musst du es fühlen, ja. Oder was im System. Ja, haben. Ja, anders geht's nicht. Also wo gehen wir jetzt hin? Zu DJ Max Germany Stage. Germany Stage zu, wie heißt der DJ? Brandon, okay. Wir müssen einmal hier um dieses Stadion rum. Wir haben uns gerade bei der Information erkundigt. Und Leute, tatsächlich, auch letztes Jahr war ich dort noch nicht. Also keine Ahnung, wie es so wird. Hinter der wunderschönen Nordwestkurve sind hier mehrere Stages verbunkert, aber wir wissen jetzt noch nicht, wo wir uns hier ja, reinstibitzen. Schon cool, einmal da eine Stage, hier so Drinks, dann die nächste. Hier muss gut sein. Hier muss zu viele Leute dafür, dass es scheiße sein könnte. Brandons Gag ist jetzt
durch, war wirklich mega geil, hat voll meinen Musikgeschmack getroffen. Ich glaube, der Junge wird auf jeden Fall in Zukunft größere Stages kriegen, weil der kann auch eine Mainstage knacken, ohne Spaß. Das ist wirklich geil, so krank. Und ja, Leute, jetzt muss man erstmal was zu snacken finden und dann gehen wir zu Hafti. Jetzt hier gerade so ein Teriyaki-Burger-Döner bestellt. Riesen Salat und Fleisch, 10 Euro. Ist sportlich. Wow. Leute, Hafti ist in the hood. Okay, der ist schon seit ein paar Stunden da, aber wir gehen jetzt erst rein. Und er haut einfach so geile Banger raus. Dankeschön, dass es geklappt hat, lieber Bernd, heute. Es ist eine Ehre für mich, in meiner eigenen Stadt zu spielen. Ich habe lange nicht mehr in Frankfurt gespielt. Erzähl was. 069. Der hat gerade gesagt, dass er Offenbacher ist. Auf einmal alle Hände. Nichts gegen Offenbach. Okay. Grüße an oder was? Bibi. Hardcore Frankfurt. Hardcore, Hardcore, du kennst. Charles, jetzt ist. Wie geil ist das? Aber wir sind nur wenig vor. Der Kreis muss noch größer werden. Okay, Leute. Sind wir ready? Okay. Moment, 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 Moment. Weiter, 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 warte, warte, warte. Lass laufen, lass laufen. Okay, Jungs. Okay. Nur jetzt. Moment, Moment. Okay. 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 Leute, Hafti ist jetzt auch vorbei. Jetzt gleich fängt die Closing Show an, deswegen gehen wir Richtung Mainstage. Und ich meine es ernst, Leute, Hafti war geisteskrank. Also die Leute standen bis hier vorne, glaube ich. Und die Crowd ging so ab, war brutal. So Leute, wir sind doch noch nicht reingegangen, weil jetzt kommt Scooter. Und Scooter wird auf jeden Fall nochmal genossen. Was kostet der Fisch?
I was there 10 years ago for the opening of World Club Dome. So I want to wish everyone a happy anniversary. We've been partying together for 10 years. Are we good? Are we happy? World Club Dome 2023 ist vorbei, Leute. Es war wirklich so ein geiles Event. Es hat so Bock gemacht und jeder, der House Techno feiert, ihr habt es aber auch gesehen, Deutschrap war am Start. Ich glaube, es wurden insgesamt 5 Stunden Deutschrap auf der Outdoor Mainstage gepumpt. Farid Bang war auch am Start. Ja, es ist wirklich für jeden was dabei, von House Music bis Hardcore Techno natürlich und Hardstyle. Ja, Leute, das war ein brutal anstrengendes Wochenende tatsächlich. Nicht mal der Alkohol, ich habe gar nicht so viel getrunken, sondern die Sonne, diese ganze Hitze hat einem echt zu schaffen gemacht. Deswegen, glaube ich, war es bei David Guetta nicht so pickepacke voll wie eigentlich. Und ja, Leute, Tickets für nächstes Jahr sind schon gesichert. Lasst dem Ganzen gerne ein Like und ein Abo da. Auch einen Kommentar vielleicht, welchen Part ihr am coolsten fandet oder welchen Artist ihr am besten fandet, wo ihr wart. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Jahr. Macht's gut. Peace out. Tschüss.